Guten Morgen, Montagmorgen ist es und ich schneide für euch den Vlog. Achim ist im Laden. Somit habe ich heute ein bisschen Zeit zum Schneiden, weil ich muss halt den ganzen Vlog vom Samstag schneiden und noch die Ausfahrt wenigstens sichten. Was wir daraus machen, weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken, denn die Testfahrt haben wir gemacht. Die Testfahrt war okay, mir tut alles weh. Schultern, Handballen, Arsch. Boah, extrem. Mann, ist das schlimm. Der Sattel ist eine Katastrophe. Dadurch, dass man diese Neigung nicht einstellen kann bei dem Rad, furchtbar. Dadurch, dass man die Neigung vom Lenker nicht einstellen kann, furchtbar. Die Hände, tut halt weh. Oh. Und offensichtlich war mir die Nummer bis 1,90 Größe doch zu groß. Das war zu lang, das war zu überstrickt. Also das haut nicht ganz hin. Idealerweise muss man sagen, sollte man dann nochmal kleiner nehmen. Aber man muss auch dazu sagen, dass das Fahrrad ja nur für gelegentliche Ausfahrten gedacht ist oder für gelegentliche Fahrten. Also das ist ja gar nicht für so was gedacht, was wir es dann gemacht haben. Wir sind also jeder 73 Kilometer gefahren, haben wir circa unsere 150 Kilometer Testkilometer zusammen. Zusammengebrochen ist nichts, lief alles relativ problemlos, bis auf, wie gesagt, die verbogenen Felgen und die schlecht verarbeiteten Felgen, der Felgenflansch sozusagen, wo die Felge zusammengesetzt ist, da gibt es ein bisschen, das muss man ein bisschen verschleifen. Ansonsten lief es eigentlich ganz okay, so ja, im Wald, ja, war okay. Sie rollen ganz gut für den Preis. Alle tippitoppi. Wäre trotzdem für mich kein Fahrrad. Weil mir, wie gesagt, mir tut alles weh. Und es ist unangenehm, darauf zu fahren. Die Räder, also du merkst die Qualität halt. Du setzt dich auf ein anderes Rad drauf, trittst rein, die Pedale fährst los und das ist ein ganz anderes Gefühl als das dort. Also das will man einfach so. Das muss man nicht haben. Ne? So viel zum Fazit. Von dem Tag gestern und jetzt schneide ich erstmal und wir sehen uns später vielleicht noch mal wieder. Also bis gleich. Nicht meckern! Ist da nicht, was denn das schon wieder? Ich immer meckern an. Alles geht weg. Ja, Schiffern, steht da drauf. Ist Dreck. So, jetzt muss ich mal erklären, wie das passen soll bei den Holländern. Keine Ahnung, wie soll der denn passen? Was meinst du denn? Na, der Umbau hier auf die Achtgangschaltung. Wieso? Naja, so, ich muss die Ausfallenden schon auseinanderbiegen und da aber noch Briefe. Jetzt musst du mir noch zeigen, wie wir da alle verkabeln sollen. Ey, cool, Rad ab, ich freue mich. Ah, oh, ist das geil. Ja! Hallo! Wollt ihr Fahrrad abholen, das Blaue? Kannst du machen, unten ist jemand. Perfekt, dann genau. Läufst du zurück, ja? Okay. Okay, also der Bruch ist noch da, ja. Normalerweise na, du weißt schon, da sammelt sich ja mehr an. Also es wird ja fester, das Material. Dadurch sieht man, wird man immer einen Bruch sehen, dass es gebrochen war. Aber wie sich das auf so einen Bildern niederschlägt, das weiß ich nicht. Also mir haben sie mal erklärt, dass man immer sehen wird, dass es jetzt noch gebrochen war. Weil da an der Stelle besonders stabil sich wieder neu aufbaut. Wie das nun bei dir ist mit deinem Zeug, das weiß ich nicht. Warte mal ganz kurz mal. Warte mal. Nach Zucker. 50 bis 100 Kilometer nochmal vorbeikommen wegen Nachziehen der Kettenradkalitur, ja? Wissen wir, ob er das schon gesagt hat? Nee, das habe ich nicht gesagt. Okay, dann genau. Komm ich aber nochmal, so eine Woche oder so. Ja, genau. Genau. Perfekt. Genau, nee, Antrieb neu, ja, wie gesagt. Da, sehr schön, hier. Dann komme ich nochmal zum Nachziehen. Also die Kettenradkalitur muss dann nochmal nachgezogen werden. Sieht gut aus. Naja, ist alles neu. Halt, ja, ne? Das sieht genau. Gut aus. Ich hoffe, wenn da irgendwas jetzt noch nicht so ganz stimmt oder was wegen Einstellen oder sonst was, muss sag einfach Bescheid. Dann sag das, Bescheid. Was, jetzt, was dann eventuell noch sein könnte, ist, dass man den Zug doch nochmal tauschen muss oder so. Aber okay. Ich denke nicht. Ja. Jetzt müsste eigentlich alles fit sein. Cool. So was, Ständer hat unten halt alles funktioniert. Perfekt, probier es gleich mal aus, ne? Genau, sicher deine Tasche. Ach, hast du? Gut, alles klar. Wunderbar. Dann, gut. Bis die Tage. Bis dann. Ciao, ciao.
Gut, dabei wieder. Geistertankstelle, Ruprecht vorne. Gut. Soll ich dir kurz entgegenkommen? Dann komme ich dir kurz entgegen. Oh, da ist es. Guck mal. GT. Schon ein bisschen älteres Modell. Schon ein bisschen durchgerockt. Aber nicht viel gefahren. Wundert mich, dass das schon so aussieht. Ist egal. Ich nehme es. Fährt's. Vorne an der Wand. Na, gucken wir mal. Na, und die goldgesprühten Felgen, die sind natürlich nicht so genial. Ja, und eine längere Spitze wäre geil. Habe ich aber nicht. Gucken wir mal. So, jetzt fahren wir mal Probe. Beziehungsweise weiß ich ja schon, das ist weich wie ein Schwamm, das Ding. Also Gabel braucht definitiv mal einen Service. Aber schauen wir erstmal. Erstmal hinten eingestellt. Wieder in der Mitte. Wir sind klein, die Stütze haben sie abgesägt auf ein Minimum und naja, so Sachen, was ich nie machen würde. Lieber nehme ich mir eine zweite Stütze mit und knall die dann drin oder baue den Sattel aus, wenn ich es dann tief brauche. Absägen kommt nicht in Frage. Ja, ist okay. Oh, Feierabend, ich muss mich mal aufs Fahren konzentrieren hier. Das war eine Tortur, ey. So, naja, ein Auftrag ist noch hier, wa? Das ist es. Also, gut, Tag ist um. Nicht erreicht. Was machen? Was ist das da? Jo, ich hab das Rad am Start. Das hab ich jetzt gemacht, Sattelschützer habe ich schon getauscht. Und das war halt eigentlich, Mensch, gar nicht zu erzählen. Hier, da ist das Rad. Da. 40 geil. 40 gut. Wieder, er hat ein bisschen eingestellt und schon läuft das wieder ganz anders. Und guten Morgen. Geht schon wieder los. Ja. Jetzt ist die Schlange wieder kurz. Morgen 28:42.
Kann ich das runterbringen, das Rad für den Platten repariert? Ja. Achim sagte, er macht das. Ja. Soll ich hinten anfassen? Ich habe jetzt aus Versehen das Schloss dran gelassen. Ja, was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen. So sieht das aus. Ja. Ja, wir sind alleine zu Hause und machen wir es wieder beim Arzt. Krankenhaus. Diesmal mit Lumen, ja, wir haben ja mehrere Faktoren in der Familie. Ja, sie holt noch den Schlüssel, dann kannst du dir einspannen. Ich weiß ja nicht, ob du das jetzt. Hunger hin, Hunger her. Sie holt erstmal den Schlüssel, dann kannst du das irgendwie einspannen. Genau. Nimm das Rad beiseite erstmal. Ja, klar. Und ich nehme mal kurz das Ding hier raus. Kannst du da hier lassen, das Schloss? Legst du hier irgendwo? Nee, ich mach das gut hinten ins Auto. Ich stehe okay, gleich hinten. Okay, dann gut. Das ist die Zettelage auch noch mit? Moin, Achim. Guten Morgen. Gut geschlafen. Wie ein Toter. Ah, oh Gott, das wird nur nicht so lange. Ja, okay. Ja, okay. Ich schaue dann heute Nachmittag mal vorbei oder so. Jo. Wobei denn? Ich habe das Vorderrad. Wir haben eine Rollenbremse. Ja. Aushängen ist eigentlich klar. Spannung rausnehmen kann nur Spannung reingeben. Ach, du meinst, da ist was drin? Ja, ja, da sollte eigentlich was drin kann sein. Kann sein, also da ist ja alle drin, aber. Ich schmeiße da auch immer alle drin. Wir sehen uns. Jo, wir sind ja nicht drin. Genau. Ciao, ciao. Zahlen, oder? Karte, Ticket, hier. Hat's dir nicht schmeckt? Ja. Gut. Dann ab nach Hause wieder. Ja. Oh Mann, wie anstrengend das war zwischen rein. Wahnsinn. Ach, warte, halt, nein, Quatsch. Arbeiten, wir sind noch ja nicht durch. Erstmal speichern wir den ganzen Rot. Das, ich bin ja nicht durch. Ich habe eine Kamera, jetzt zeige ich ja noch eine andere Kamera, auf der auch so ein paar Aufnahmen drauf sind. Da muss ich erstmal hier alle auswählen. Aus der Bibliothek entfernen. Extreme zwei Spuren. Schneiden wir mal Spur 2 zurecht. Da. Ich bin fertig. Ich kann nicht mehr. Ich muss zu Uni. Ja, ich gehe zu Uni. Uni, Balloni. Guten Tag, Achim. In einer Kiste. Achim, war Walle schon da? Ja. Walle! Valentin! Blöd. Schläft da wohl wieder alleine. Was möchte die? Eine Pedale abgeschraubt haben. Also ich hab sie nicht losgekriegt. Die war so bombenfest. Ich hab sie eingeschraubt, die hätte man nicht machen. Ich gebe sie nur auf. Der ganze Eimer voll, ey. So eine Saubande hier. Hinter da.
Hallo? Ja. Danke schön. Oh. Hallo. Bitte. Lass mich öffnen. Was steht in der Sammlung? Ja. Ich bin gestern über den Weg gelaufen. Im Hinterrad. Mal geputzt und so. Das ist jetzt gut. Bonus ist gut. Warum sind wir übersetzt? Der rechte Bonus ist picklig. Der ist picklig und er fehlt sich. Was willst du zum Sammeln hier? Ja, nicht so. Ist ja ohne Rücktrittnabe. Ja, passt ja. Dritte Rücktrittnabe. Dritter System Shimano. Ah. Favorit? Velostil Shimano. Okay. Japan? Tschechei? Tschechei? Tatsächlich war es schade. Und Deutschland? Echt? Das hier solltest du dir abgewöhnen. Du hast hier deinen Bremszug. Ja, Schleich dir das Schloss durch. Okay, wunderbar. Na, wenigstens haben wir eine Haare gefettet und gewartet. Oh, wie eine Kirche. Walle ist begehrt. Wie ein Geister. Wird geil? Cool, ja, renn damit. Wir Bremse einbauen. Dann morgen zur Fahrarbeit fahren. Zur Fahrarbeit an. Zur Fahrarbeit an. Zur Fahrarbeit an. Okay. Also auf grün drücken. Dann gehen wir raus. Genau. Hey. Tommy da? Ja. Hast du ein Fahrrad bei? Ist dein Fahrrad hier? Ja. Mein Fahrrad ist schon wieder komplett verschissen. Gerade was machen. Ah, hey. Moin. Wir sind gerade bei einer ganz wichtigen Sache. Ja, das, was hast du denn? Ich habe gerade irgendwie eine Stunde den Fehler gemacht, dass ich das eine Stunde kurz auf der Straße bestellt habe. Ja. Und dann haben sie mir irgendwie beide Reifen aufgeschnitten, den Sattel aufgeschnitten, die Lenkergriffe. Was? Die Lenkergriffe teilweise abgeschnitten. Ungefähr alles, was man kaputt machen kann. Alles klar. Alter. Normal ist das nicht, ja, aber. Nee, gut, das hier aufgeschnitten, die beiden Dinger zerschnitten. Bock zu Schlitzer, ey! Ja, keine Ahnung, irgendwie. Da war direkt dieser Hutverkäufer auf dem Markt davor, der hat nichts gesehen angeblich. Keine Ahnung. Hier, nimm mal deinen Riesenklopper. Kann ich dir das verlassen? Und du guckst dafür, wenn man, also ich habe keine Luft drauf gekriegt, ich vermute, auch wenn das hier alles zerschnitten ist, dann ist ja, du hast da auch einen Stich drin. Ja. Neue Reifen, neue Schläuche, neuen Sattel. Oder willst du Sattel tapen erstmal? Das habe ich mir gerade überlegt, das kommt drauf an, was das kostet. Ja, musst du. Ja. Hast du das irgendwo angeschlossen, wo das nicht. Auf dem Markt, sagt er. Auf dem Markt. Auf dem da unten, Hochrechtstraße, an der Ecke Magersufer. Ja, ist doch eigentlich ein Café, da ist doch eigentlich immer. Das hört sich an, als wäre da jemand neidisch gewesen und da wollte mal Werkzeug testen. Direkt auf. Ich hab das zweimal, habe ich das, seit ich das gekauft habe, habe ich das eben zweimal auf der Straße stehen lassen. Das erste Mal haben sie mir das Vorderrad weggemacht irgendwie. Das war geklaut, genau. Genau, das war geklaut. Und eine Beule war drin im Raum. Jetzt habe ich gerade echt nur, ich war kurz eine Stunde zu Hause und dachte, und da ist dieser Hutverkäufer, der direkt davor saß, irgendwie. Ich habe mal denkt immer, ne? Ja, und der mit seinem Messer gespielt hat, gerade so. Ja, wahrscheinlich. Ich hab's nicht gesehen. Scheiße, ey. Was für Idioten, das gibt's echt. Naja, hör auf, ey. Was eine Scheiße, ey. Was ist das eine Scheiße? Du bist, du bist schon zu lange hier heute. Ja. Du hast jetzt Achim-Modus. Genau. Achim ist ja jetzt ruhig geworden, darf ja 15 Minuten hoch. Heb ihn mal hoch und dreh einfach. Und ich mach einfach hier jetzt die untere Seite jetzt. Ja. Ja, ich zittere schon. Oh ja, das ist schon so. Oh. Was noch übrig geblieben ist, habe ich hier wieder zusammengesetzt. Ja.
die Kamera, Tommy. Du kannst hier hinten hier brauchen, hier Musik. Ja, genau, und deswegen will ich genauso in langem, nur mit einem höheren Reiner. Das ist auch toll, Bro. Gibt nicht, habe ich schon geguckt worden. 810. 810. Answer. Answer. Hans-Wer. Hans-Wer? Mhm. Hans-Wer 810. Mhm. High-Rise. Rot. Was für ein... Ah, okay, ja, ich... Ich dachte, hast du gefunden schon. Ausverkauft, bis nach Kanada. Alles ausverkauft, auf Amazon. Und die hat ja im Walmart. Walmart, aber nicht auf Lager. Ja, in der Walmart natürlich in USA, aber irgendwie so sind ja Riesendinger, die haben ja alles. Die haben ja vom China-Schnipsel bis hin zu High-Class-Scheiß haben die alle. High-Class-Mais. Die Märkte sind ja so groß. Ich glaube, das können wir uns ja nicht vorstellen hier. Von bis alles da. Abteilung so und so, muss mit Fahrrad fahren. Und alle palettenweise. Wie auch immer, machen wir Feierabend heute. Ja? Ist ja schon 9:45. Also. Langsam kalt. Macht den Dude bis dann. Ciao, sagt der. Omi. Omi.